Hallo Freunde, drei verschiedene Studien von verschiedenen Gruppen Wissenschaftlern haben etwas wirklich Erstaunliches gefunden. Menschliche Emotionen prägen buchstäblich die Welt um uns herum. Nicht nur unsere Wahrnehmung, sondern die Realität selbst. In einem Experiment wurde ein verschlossener Behälter mit menschlicher DNA in der Nähe einer Testperson platziert. Die Wissenschaftler setzten dem Spender einen emotionalen Reiz aus und faszinierenderweise beeinflussten seine Gefühle das genetische Material, das sich im anderen Raum befand. Bei negativer Emotion zog sich die DNA im anderen Raum zusammen, während sich unter dem Einfluss positiver Gefühle die Spulen des genetischen Materials entspannten. Seltsamerweise schien die Entfernung keine Rolle zu spielen. Die Wissenschaftler begannen mit der Entfernung zwischen der DNA und ihrem Spender zu experimentieren. Und selbst als sie 80 Kilometer erreichten, wurde das gleiche Ergebnis erzielt, ohne Verzögerung. Das genetische Material und sein Spender reagierten gleichzeitig, auf die gleiche Weise. Daher wurde der Schluss gezogen, dass die Informationsübertragung zwischen beiden unabhängig von Raumzeit ist. Wissenschaftler haben auch den Einfluss der DNA auf die materielle Welt untersucht. Die Photonen des Lichts, aus denen die Welt um uns herum besteht, wurden im Vakuum beobachtet. Ihre natürliche Position war völlig zufällig. Dann wurde das menschliche Genmaterial in das Vakuum eingeführt, das die Photonen enthielt. Überraschenderweise wirkten die Lichtphotonen nicht mehr zufällig. Sie reproduzierten genau die Geometrie der eingeführten DNA. Die Forscher fanden heraus, dass sich die Photonen überraschend und nicht vorhergesagt verhielten. Es wurde der Schluss gezogen, dass menschliches Genmaterial das Verhalten der Lichtphotonen, aus denen die Welt besteht, buchstäblich beeinflusst. So könnten menschliche Gefühle die Welt quasi um uns herum physisch verändern. Aber das ist noch nicht alles. Wie sich herausstellt, sind wir unabhängig von der Raumzeit mit unserer DNA verbunden. Wir erschaffen unsere Realität durch unsere Gefühle. Wir müssen dieses Wissen eigentlich nur noch nutzen. Aber was denkt ihr darüber? Lasst es mich wissen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.